So voll war die Kirche selten. Das mag daran gelegen haben, dass sie diesmal im Festzelt stattfand. Nach dem Auszug vom Rathaus und vor dem Anzapfen war nämlich in dem großen Festzelt in Rudolfshausen Gottesdienst angesagt. Beim eigentlichen Anzapfen hat aber all das Beten nicht so viel geholfen. 10 plus x Schläge waren notwendig, bis der Gerstensaft floss. Und dann floss er auch nicht nur in die bereitgestellten Krüge, sondern ein Teil des kostbaren Hopfengetränks zog es vor, neben den Zopfarmaturen hinauszurennen und sich in einem kleinen Bächlein über den Boden zu ergießen. Dennoch, Spott mag nicht angesagt sein. Fässer sind nun mal aus Holz und Holz ist eben ein Naturprodukt. Offensichtlich ahnte Vorstand Werner Rauscher bereits, dass die Maserung des ersten Banzen nicht auf seiner Seite war und ging entsprechend vorsichtig zu Werk, was denn auch eine größere Bierdusche verhinderte.